Hey ho und herzlich willkommen bei Zapunzels Orakel. Ich habe mir heute, auf zu lachen, ich habe mir heute Verstärkung geholt. Die Hanne ist hier und wir legen heute gemeinsam, und ihr wisst, dass abends immer um die Liebe geht. Du, Bitte. sag mal eben Hallo Ich vielleicht. sage jetzt mal Hallo und freue mich einfach mal, heute auf der anderen Seite zu sein. Nicht die Sehende, sondern einfach mal an Susannes Seite. Doch, du bist schon die Sehende, nicht die Zusehende heute. Ach ja, Ja, um okay. das klarzustellen. Wir haben uns überlegt, die Hanne wird die Karten aufs Kollektiv legen. Ich übernehme die Otto-Seite und wir schauen einfach mal, was los ist. Brauchen wir Überschriften? Brauchen wir Überschriften? Hab das Deck gerade nicht hier. Wir gehen einfach mal in die Gegenüberstellung und du fängst mal an, vielleicht mit einem Neunerblättchen. Okay, gut, dann gucken wir mal, wer da mit uns sprechen will. Nee, nun leg doch los. Mut, Zuversicht, das klappt schon. Okay, es ist im Werden. Einmal Kopfebene. Okay. Die erinnert mich jetzt an das Geschnattere, was ich vor 2 Tagen gehört habe, nachdem ich einen traumhaften Regenbogen gesehen habe. Und die Vögel kamen und alle hatten was zu erzählen. So, Ich jetzt mache bewege ich mich dann noch Susanne-like. weiter. Ich bewege mich. Okay. Das Haus. Die Wege. Noch eine letzte, danke. In Und Flugmanie. wir alle wissen, die allgemeinen Legungen müssen nicht zutreffen, können aber. Und Johanne erzählt jetzt mal, was gerade energetisch im Kollektiv unterwegs ist. Und wenn du dich angesprochen fühlst, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir in der Gegenüberstellung auch deinen Otto beschreiben. Tja, Dann, wie ist der Otto? hey, du bist beim Kollektiv Ich jetzt. bin beim Kollektiv, okay. Ja, ich habe das Gefühl, wir wünschen uns alle diese blumigen Zeiten herbei und letztendlich eine Verbindlichkeit. Ja, und dazu müssten wir, wie die Vögel, letztendlich wieder gemeinsam von dannen ziehen und auch mal in die Kommunikation gehen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwer das manchmal ist, die richtigen Worte zu finden. Besonders wenn man dann das Gefühl hat, der Berg ist zu steil, den man da erklimmen muss. Und ja, dann gibt es hier für mich so diese Tag- und Nachtgleiche. Ich glaube, in schweren Zeiten lernen wir zu schätzen, wenn dann. Ja, ich sage jetzt einfach mal so, die Erleuchtung kommt, die lichten Augenblicke. Gefällt mir jetzt gerade nicht. Ist mir jetzt ein bisschen dunkel. Aber anscheinend müssen wir gerade mal ein bisschen durch die Dunkelheit und durch die Umwege. Und um in unserem sicheren Haus anzukommen, bei dem Menschen, der uns gerade so sehr am Herzen liegt. Ja, im Kreis gelaufen sind wir vermutlich schon alle. Die Wege. Die Wege. Ja. Wenn sich alles in Kreisen bewegt, fällt mir gerade dazu ein. Weiß ich auch nicht warum. Finde ich. Führt zu dem Haus. Der Ring ist ja nicht nur der Kreis, sondern vielleicht auch. Ja, die Verbindlichkeit. Und da sind wir wieder. Ja, der Spielmodus, der Leichtigkeitsmodus. Haben wir eben noch drüber geredet, ne? Ja, ganz genau. Das ist, ja, die Sehnsucht, die uns manchmal so in diese Schwere treibt.
Und wenn wir alle hingucken, ist es in der Leichtigkeit, schafft es die bessere Verbindung oder die schönere Verbindung. Ja, an dieser Stelle auch nochmal danke, Susanne, dass du mir geholfen hast, so sehr in meinen Glauben zu gehen, wo wir Das doch war alle jetzt manchmal wackeln. nicht abgesprochen. Nein, natürlich war es nicht abgesprochen. Ja, Ja, hast du dem vielleicht noch was ich glaube, das mit dem hinzuzufügen? Wackeln ist einfach nur menschlich und das passiert ja irgendwie jedem von uns, auch mir. Aber sich dann immer wieder zurückzuschaukeln in eine gescheite Schwingung, vor allen Dingen ins Vertrauen zu gehen, das ist eben die große Herausforderung. Und wenn du so einen Otto an deiner Seite hast, der auch gerne mal für trübe Tassenstimmung sorgt, dann ist das eben auch nicht so einfach, immer wieder den Spielmodus da einzubauen, nicht in die Klärung zu gehen. Die Klärung braucht es natürlich auch. Aber bleibst du eben irgendwie in Verbindung mit deinem inneren Kind, dann, ja, wie soll ich das denn jetzt in Worte packen? Dann ist auf jeden Fall die Connection besser und auch im Weltlichen besser. Ist das so richtig ausgedrückt? So ungefähr. Ich denke mal, einfach euch geht es ähnlich. Wir haben uns jetzt mal gerade nicht die leichtesten Menschen ausgesucht. Leicht, Sind wir auch selber nicht, leicht ne? sind wir genau, sind wir auch selber nicht. Aber die auch, glaube ich, so eine ganz gewisse oder eine Schwere mit sich tragen. Und aus Liebe, da so ein bisschen in Leichtigkeit reinzubringen, wir kriegen doch immer was zurück. Dann kriegt man immer was zurück. Baut man die Mauern auf, ja, dann sagt die andere Seite hier Stopp. Keiner hat gesagt, dass die Fahrt hier leicht ist und manchmal wird einem auch ein bisschen dusselig, aber wir sind alles starke Menschen und können uns wieder relativ schnell in unsere Mitte beamen und das ist halt eben die Aufgabe, vor der wir immer wieder stehen. Sollen wir auf den Otto gucken? Ja, gucken wir mal auf den Auto. Jetzt müssen wir gucken, wie wir das mit dem Bild machen. Ich hole mir mal eben neun Karten. Guck mal, da liegst du. An Position 1, 5 Minuten bitte. 5 Minuten. Ich habe hier noch Sachen für den Kühlschrank. Ihr seht, wir müssen uns beeilen. Nein, du liegst ja. Ich muss jetzt mal eben das Stativ bewegen, sonst finden wir die Karten hier nicht auf dem Bildschirm, auf dem Handy. Du liegst hier an Position 1 in seinen Gedanken, aber fragt sich manchmal, ob du deine Aufgabe kennst in diesem Vertrag. Hanne, was ist denn deine Aufgabe in diesem Vertrag? Dankeschön, das hast du mir ja mal klar und deutlich gesagt. Meine Aufgabe ist das Führengelchen. Tritt vor und führe. Dabei wäre ich so gerne mal erobert worden. Oder die Prinzessin, ne? Oder die Prinzessin. Aber es scheint so zu sein. Und irgendwie ist es ja auch ein schönes Gefühl, sag ich mal, Liebe zu geben. Und ihm ist klar, wenn du strahlst und leuchtest, dein Licht zum Strahlen bringst, er sich eher in die männliche Position, nee, Aktivität, Energie bewegen kann. Ja. Als wenn du eben nicht an ihn glaubst, als wenn du schlecht von ihm denkst und so weiter und so fort. Wir gehen davon aus, es ist der Mann, der dir wirklich am Herzen liegt und mit dessen Seele du eine ganz besondere Verbindung hast. Ich muss Die mal tun wir gerade weg gucken. und die im Herzen hat er sich schon auf eine positive Veränderung in seinem Leben eingestellt, denn seine Sehnsucht ist ziemlich, ziemlich groß. Wichtig ist nur, jetzt darf ich die Karte nicht so wirklich zeigen, dass du authentisch bleibst, dass du dich so zeigst, wie du wirklich bist. Und da mangelt es ihm ein bisschen dran. Das vermisst er. Das offenherzige. Hast du noch ein anderes Wort dafür? Nein, ich habe wirklich einfach dieses Herz-zu-Herz-Gespräch und den Kopf ausschalten. Einfach den Kopf ausschalten, nur ins Gefühl reingehen. Und ihm fehlt das Spielerische miteinander. Die Sehnsucht von seiner Seite ist groß. Ich darf mal, ne? In den nächsten Schritten
sieht man, dass er hier sich noch von ein bisschen Erwartungen befreien darf, von ein bisschen Geschwätz, was da so aus dem Umfeld kommt. Ja, das ist so das, was er gerade in Angriff nimmt oder nehmen wird. Da wird Heilung stattfinden und der wird immer stabiler bei sich ankommen und zu diesem Haus. Ne? Ja. Gehört halt eben er. Und er weiß, dass da noch Ängste in ihm sind. Bildkameraqualität heute mal außer Acht lassen. Aber sieht doch so aus, als würde er in seine Kraft kommen, ne? Sieht ganz so aus, ja. Ja. Aus der Kälte raus, an die Oberfläche. Genau, weil diese Verbindung einfach eine sehr alte ist. Und die Gefühle von seiner Seite eben auch wieder ins Fließen kommen. Braucht man noch irgendwas? Du nimmst noch einen Engel mit, ich noch eine Zeitkarte. Ja. Dann müssen wir hier das Feld räumen, weil der Kühlschrank befüllt ist. Ja. Es ist, glaube ich, auch, auch immer wichtig. Ja. Ich kann jetzt nicht anders. Aber, ja, wichtig, zu essen, zu trinken. Genau, Otto hat gerne Leckeres im Kühlschrank und da ist, glaube ich, auch durch ein gutes Essen manchmal zu überzeugen. Tatsächlich, manchmal sind die Dinge so einfach. So, ihr Lieben, was habt ihr noch zu sagen? Weißt du was, wir machen es heute mal einfach mal ganz anders. Susanne, zieh doch mal einfach eine Karte. Nichts leichter als das, die wird es werden. Oh. Ah, die Sanna. Okay. Du bist vor allem Leid geschützt. Das Schlimmste liegt hinter dir. Entspanne dich und wisse, dass du in Sicherheit bist. Jo, und dem ist eigentlich nicht mehr viel hinzuzufügen. Wolltest du noch was sagen? Nee, mir ist gerade nur aufgefallen, das, was du schon die ganze Zeit gesagt hast. Das Schlimmste liegt so hinter uns. Mhm. Und wir, ja, gehen in die Leichtigkeit. Und wir sollten einfach nicht zu sehr mit den Hufen scharren. Umso mehr macht das Universum mit uns den Schabernack und sagt heute Nachmittag. Ja, und sagt einfach, ach, wartet doch noch ein bisschen. Ja. Ja. Das. Ja, noch eine Zeitkarte oder verzichten wir drauf? Weil die waren eben eigentlich sehr. Ja, weiß ich nicht. Zeitkarte. In Bezug auf was? Wann findet der nächste Kontakt in der dreidimensionalen, also hier in unserer realen Welt statt? Ja, ja, für die meisten, das ist für ein Kollektiv sowieso nicht auf den Punkt zu bringen. Es ist noch, es geschieht noch in diesem Jahr. Ich meine, die hätte ich diese Woche schon mal auf dem Tisch gehabt. Mhm. Also für viele wird in diesem Jahr noch so einiges an Überraschungen, an positiven Überraschungen in puncto Liebe auf sie zukommen. Und wir bedanken uns jetzt für die Zeit, die du uns geschenkt hast. Ne? Ja. Und lass mal liebe Grüße da, winken mal freundlich in die Kamera. Und ich danke der Susanne, dass ich dann heute mal dabei sein durfte. Ja. Ja. Ich danke dir. Und allen bei eurem Otto viel Glück und Kraft und Mut und Zuversicht und vor allen Dingen verliert den Glauben nicht. Und lasst das Herz regieren. Licht und Liebe. Bis dann.